drehen. Ey, ey. Wirklich, dann bin ich am Arsch. Ich hab einen Freund gefunden. Es ist jetzt 6 Uhr 23. Was geht, Leute? Gym-Sachen angezogen. Felix auch wach. Yo, Felix. Yo, was geht, yo? Gerade 6 Uhr morgens. Übrigens, mein Urlaub in der Türkei war sehr schön. Oh Mann, Alter. Yeah. Seid ihr ready, Jungs, Mädchen? Und alles andere? Ja, ich bin's. Und ich hab vergessen, Bananen, egal. Ich hab die Bananen, die müssen nie los. Ich hab nicht viel Zeit. Ja, genau, also der Plan ist es, so ungefähr 6 Uhr Training zu sein. Hab ja schon verkackt, weil ich zu spät aufgestanden bin ein bisschen. Yo, Leute, was geht? Ich bin angekommen. Wir sind da. Ich bin... Es ist jetzt 6 Uhr 23. So, ich mache jetzt mein Mikrofon dran, damit ich ein bisschen leiser reden kann in der Öffentlichkeit, damit ich nicht so rumschreien muss, damit ich mit euch weiter reden kann. Ich werde hier rein rausgehen, das ist eine sehr kleine Operation. Ja, hoffentlich wird der Himmel noch ein bisschen schöner. Der Himmel ist gerade richtig frei, schön blau. Und wenn die Sonne gleich aufgeht und es richtig warm wird, also ich werde heute 29 Grad, dann, ja, wirklich dann bin ich am Arsch. Also, hallo. Ich kann mich jetzt hören. Ja, ich habe jetzt vor, mich hier aufzuwärmen. Einfach mit den Füßen hier vorne anzulehnen, wenn ihr es seht. Hier auf dieser Stange will ich mich anlehnen. Und einfach da versuchen so. Aber ganz schnell. Oh, Alter, sieht das. Das ist anziehen. Oh. Hallo. Hallo. Oh, hat mich das gerade erschrocken. Das hat mich gerade wirklich erschrocken, Mann. Das war voll gruselig. Und den davon kam so ein Schritt. Ich weiß nicht, ob man mich bei den Dips hier links sieht. Das riecht richtig nach Scheiße, Alter. Ah, ne, wir machen 8 Dips. Pause oder so. Junge, verpisst euch. Ich glaube, wenn eine Person hier langlaufen würde wieder. Denken die echt, ich bin mental krank. Ich bin so wie Sensei Wu, aber ein besser. Ich bin ruhig, ich muss meinen inneren Frieden finden. Himmel, sehr schön. Gefällt mir sehr. Und ich meinte halt diesen, seht ihr das? Dieses Weiße. Das ist so nebelmäßig auf dem Rasen drauf. Das sieht richtig geil aus. So, Training erfolgreich absolviert. Apropunktiert und studiert. Ich bin jetzt fertig. Ich fände es auch sehr schade, dass es relativ kurz geschaltet war. Das sieht ganz gut aus. Ich muss echt was essen. Eine Banane oder so. Irgendwas muss rein. Okay, bis gleich. Yo, Leute, was geht? Leute, einfach Felix. Einfach Felix da, Mann. Das war müde. Das war schlafen. Aber ich gehe jetzt erstmal duschen. Es ist so hell, Leute. Meine Augen tun so weh. Er denkt, er bekommt jetzt Essen. Aber der Typ bekommt kein Essen. Guck mal, wie der da war. Naja, ich gehe jetzt erstmal duschen. Hallo. Mein Beauty-Tutorial zeigen. Ein bisschen davon. Aber jetzt ziehe ich mich um. Let's go. Das ist mein Outfit. Ganz simpel gehalten. Dazu, Leute, die Socken. Ich habe richtig gute Socken auf dazu. Gleich. Meine Brotbox ist jetzt fertig. Bei Wraps reingemacht. Cool, ganz simpel. Und gleich geht's los. Oh mein Gott, nein, scheiße. Auf jeden Fall, ich bin wieder zu Hause nach der Uni und ich habe jetzt nicht so viel dort gefilmt. Ich habe hier ein Foto hier. Uni wird härter als gedacht, ne? Das soll ich schon sagen, ist halt Uni, studieren und so. Ich habe zwar keine Freunde heute gemacht. Mal gucken, wie es morgen wird. Ich habe meinen Lebenswillen verloren. Es war auf jeden Fall ultra warm heute, es war richtig stickig. Ich konnte nicht mehr. Bis gleich. Psch. Neuer Tag, neues Glück oder so. Es ist der nächste Tag. Es ist 7.45 Uhr. Ich liege gerade im Bett. Ich konnte einfach heute Morgen nicht aufstehen. Ich brauchte meinen Schlaf. Felix auch dabei. Felix auch dabei. Jo, Felix, was sagst du? Bis gleich. Ich sehe echt müde aus. Auf jeden Fall, nimm meine Worte, mach jetzt Liegestütze, mach ein paar Pull-Ups, mach Yoga. Und dann geht's weiter, Jungs, Mädchen, alle einfach, alle. Ja, der Typ will was zu essen, aber leider ist meine Face-Routine ein bisschen wichtiger.
Also, nochmal zur Klarstellung, okay? Ich zeige euch jetzt meinen Tagesplan. Guck mal, ich habe, also das Graue hier oben ist Schlaf, ne? Das Graue hier oben ist Schlaf. Da ungefähr geschlafen. Bis 8 Uhr habe ich meine Morgenroutine gemacht, kalte Dinge und dann das. Jetzt mache ich mir gleich Essen. Mich selber jetzt. Habe ich halt Uni, meine verschiedenen Fächer. Und dann habe ich Essen, dann nochmal was für die Uni machen und dann halt trainieren gehen. Danach weiß ich nicht, danach habe ich mal ein bisschen Zeit bis. Dann bis gleich. Weather check, quick weather check. Ist angenehm. Es ist nicht zu warm, nicht zu kalt, es ist wirklich angenehm. Perfekte Temperatur eigentlich. Okay, Leute, es geht los, Sony! Mein erstes Mal selber mit dem Auto hin. Mal gucken, ob ich den Weg hinbekomme. Wenn nicht, dann bin ich verloren. Ja! Auf jeden Fall, es geht jetzt los. Wir fahren jetzt zur Uni. Und bis gleich, wenn ich da bin. So Leute, Uni ist für heute fertig. Ich habe einen Freund gefunden, glaube ich zumindest. Ja, sehr korrekte Leute in meiner Klasse. Aber hey, war entspannt heute. War auf jeden Fall tausendmal entspannter als gestern. Wir sehen uns gleich, wenn ich zu Hause bin. Hier 60, warum fährt die 30? Leute, ich bin jetzt zu Hause angekommen. Leute, schaut euch schnell an. Was macht Felix hier? Und Mutter, was kochst du heute so? Wie Köfte, aber so auf Burger, ne? Du hast bestimmt Pita eingekauft, oder? Also du machst bestimmt Salat, ne? Ja, was ich jetzt mache, habe ich keine Ahnung. Ich gucke jetzt, was ich mache und dann gucken wir gleich, was ich mache. Halt's mal. Okay, bis gleich. Summenaktiven Freunde. Es ist jetzt 16 Uhr. Ich habe jetzt auch ein bisschen was für die Uni gemacht. Ich sollte so eine Firma oder so eine Branche raussuchen. Jetzt habe ich vor, trainieren zu gehen, während die Sonne ein bisschen draußen ist. Ich gehe jetzt los. Yo, ihr seid auch hier? Was ein Zufall. Ich auch. Was geht? Ich bin jetzt im Auto mit Botan. Wir fahren jetzt trainieren, beziehungsweise wir gehen jetzt Kevin abholen, der will mit trainieren. Danach fahren wir Elias abholen, der will mit trainieren. Und danach fahren wir trainieren. Zum Platz, sehr cool. Coole Session mit allen vier. Ja, mal gucken, wie es wird. Sehr spontan auch, aber mal gucken, wie es wird. Hoffentlich ganz cool. Es sieht ein bisschen regnerisch aus. Vielleicht wird es regnen, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Wir sind ja nicht aus Zucker, ne? Aus Zucker. Ja, ja, okay, bis gleich, Jungs. Ja, Mädchen. Und Jungs, wie findet ihr das Training? Schwer. Schwer? Schwer. Schwer, und du? Okay. Macht Spaß, aber es regnet. Ja, es regnet nicht, es ist nie so ein bisschen, es geht fit. Ist aber schön, ne? Aber scheiße. Genau, wir trainieren jetzt zu Hause, wird geschnitten und gegessen. Aber jetzt erstmal Trainingsmontage. Drehen. Oh, genau das. Okay, stark. Okay, yo, Leute, Workout ist jetzt durch. Mal gucken, wie es den Leuten geht, die mitgemacht haben. Ja! Pump des Jahrtausends. Ja? Ja, nein. Okay, und Botan. Also fühlen wir uns super. Können direkt noch eine Einheit ballern. Hör auf, Sonder. Und ja, schön in der Natur draußen mit Nonchalant Elias. Ich bin stolz auf jeden von euch, außer auf Botan. Ihr habt alle durchgezogen wie Löwen. Ja, ich bin stolz auf euch. Wir gehen jetzt langsam nach Hause. Sollte alle Jungs wurden zu Hause abgeliefert. So, Leute, ich bin wieder zu Hause. Aha. Auf jeden Fall, Leute, wieder back at home. Sehr cool. Finde ich alles sehr cool. Gehe schnell duschen, dann gehe ich essen und danach sehen wir uns gleich wieder. So Leute, das Essen war natürlich sehr köstlich. Props gehen raus, also Grüße wirklich gehen raus an meine Mutter. Dankeschön, Mama. Grüße gehen raus. Bis zum Zeitraffer. East and West, I'm racking up on my breath, power on me, I'm feeling just like a Tesla, too much tree, the smoke is making my chest hurt, girl on me, I'm thinking I should arrest her, ayy, I'm thinking I should arrest, all night long, she putting me to the test, got a lot on, I'm trying to take out the rest, couldn't know my line.